liebe Bäuerinnen, liebe Bauern, liebe Freunde der Landwirtschaft. Vor 14 Jahren habe ich hier in dieser Umgebung euch das erste Mal eingeladen an eine Bauernkonferenz auf Winterthur. Was ist doch alles passiert in dieser Zeit? Es ist unvorstellbar, wie viele Höfe und Frieden dass sich aufgemacht haben und angestanden sind und sich angefangen haben einsetzen für das Land und für das Leben mit unserem Gott im Alltag. So viele Gebetsgruppen sind entstanden, so viele regionale Treffen sind passiert, so viele einzelne Schicksale haben sich zum Guten gewendet, so viele Zeugnisse sind geboren, wo Gott grosse Ehre gebracht hat. Und was ist jetzt alles in diesen 14 Jahren passiert? Die Welt ist wirklich zu unteropsi. Mit einer Geschwindigkeit, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und darum glaube ich, mit mir und dem ganzen Team und vielen Vertretern vom Land, es ist Zeit, dass wir uns nach 4 Jahren wieder zu Winterthur in der Reithalle zu einer Bauernkonferenz treffen. 3. bis 5. März in diesem Jahr. Ganz herzliche Einladung zu dem Thema zusammen. Warum zusammen? Wir brauchen Jung und Alt. Wir brauchen das Berg und das Tal. Wir brauchen die Eltern und die Kinder miteinander. Wir brauchen das Anstehen von deinem Gott mit dir in dem Alltag von unserem Arbeiten. Wir brauchen das zusammen je länger, je mehr. Weil in dem Zusammen kommt die Schönheit zum Ausdruck, wo sich die Welt ansehnt. Darum, es braucht euch, es braucht das ganze Team, eine junge Generation, die mit uns die Konferenz gestalten wird. Und ich denke, wir werden einen offenen Himmel haben, so wie wir jetzt einen offenen Himmel erleben, in allem grossen Druck, in allem Tumult dieser Welt. Noch nie hat es so tolle und schöne Chancen gegeben wie jetzt. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch. Bis auf bald in der Reithalle zu Winterthur.